Die Wanderer unter Ihnen kennen das sicherlich. Man geht wandern, man läuft und läuft und irgendwann kommt der Hunger und der Durst. Und das ist natürlich praktisch, wenn man eine Hütte zur Hand hat, in der man einkehren kann. Wenn man dann dort ist, bestellt man was, isst und trinkt. Aber die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und deswegen gucken wir heute mal bei Andrea und ihrem Hüttenteam vorbei und wollen uns einfach mal anschauen, wie ein Hüttenalltag aussieht. Und zwar auf 1838 Metern auf dem Breitenberg, und zwar bei der Ostlerhütte. Und jetzt geht's für mich erstmal circa 20 Minuten den Berg hinauf. Und zwar mit wunderschönem Blick auf die Allgäuer und österreichischen Berge. Der Name der Ostlerhütte hat übrigens mit ihrer Entstehung zu tun. Sie wurde vor etwa 90 Jahren gebaut und ein gewisser Hans Ostler hat damals das Holz für den Bau der Hütte gespendet. Im Gegenzug dafür wurde die Hütte nach ihm benannt. Servus. Servus, grüß dich. Jonas, hi. Hi, grüß dich. Du siehst ja ganz schön beschäftigt aus. Ja, schon. Was machst du denn gerade? Du, ich habe jetzt gerade die letzten Tücher eingedeckt, damit wir jetzt die Gäste, die gerade alle gekommen sind. Sind schon ganz schön viele, gell? Ja, du, das geht im Sommer recht früh los. Zwischen 9:30, 10 Uhr kommen die ersten auf und dann plätschert das so daher, gell? Was haben wir denn schon verpasst, weil wir ja nicht von Anfang an jetzt dabei waren? Ja, du, also in der Früh fangen wir halt einige an, als erstes Tücher eindecken, ein bisschen Auffälle, dass die Leute gemütlich sitzen können, Theke einrichten, auffüllen, Getränke herrichten, Vorbereitungen in der Küche machen. Das, was halt alles, sage ich mal, so fürs Tagesgeschäft anfällt. Und damit wir, wenn die Leute halt kommen, dann tatsächlich auch gerecht sind, gell? Wann seid ihr dann aufgestanden? Du, die erste heute Morgen, die fangen um 6:30 an mit dem Frühstück richten. Dann kommt der Rest so ab 8 hinzu. Also das variiert. Ich bin jetzt heute Morgen ganz frisch dazugekommen, weil ich gestern einen Tag frei hatte im Tal. Ja, auch nicht schlecht, gell? Und dann war ich aber trotzdem um 8 schon hier. Das heißt, daheim auch 6:30 los, bis man dann auf dem Berg halt auf ist, zum Schaffen anfängt. Das ist Bauradzeit. Jetzt will ich dir auch gar nicht so lange aufhalten. Wo ist denn Chefin? Du, Chefin ist drin, die hole ich dir gerade mal. Ja? Dann warte hier schnell. Was? Bis gleich. Bis gleich. Ist schon mega schön hier. Chefin! Hallo! Ah, grüß dich, Jonas! Servus! Du bist Andrea. Genau. Die Chefin. Ja. Hast du gerade Zeit? Ich nehme mir Zeit für dich. Sehr gut, das höre ich doch gern. Können wir uns gleich hier hinhocken? Können wir? Komm. Tisch 27 ist unsere jetzt. Können wir noch ein bisschen die Sonne genießen? Genau. So, Andrea, wie bist denn du zur Ostlerhütte gekommen? Wie bin ich zur Ostlerhütte gekommen? Gute Frage. Ich habe am Gründen die Neumayrhütte betrieben und habe dann abends mal, wo ich daheim war, im Fernsehen den Bericht gesehen von der Ostlerhütte, wo mein Vorgänger gemacht hat, wo sie mit dem gefilmt haben. Und dann hat er so am Schluss gesagt, er sucht einen Nachfolger für die Ostlerhütte. Da habe ich gedacht, die schaue ich mir doch mal an. Und dann bin ich an einem Wintertag losmarschiert unter und habe aber nicht bedacht, dass wenn unter wenig Schnee ist, dass da oben noch ein bisschen viel Schnee ist. Und bin dann so richtig in der tiefe Schnee gekommen, über den Umschlag bin ich raufgelaufen und habe 4 Stunden darauf braucht. Aber du hast es gefunden? Ich habe es gefunden, war aber fix und fertig und hätte schon beinahe aufgegeben. Und weil ich so fertig war, und da habe ich mich dann gar nicht mehr traut zu fragen. Ich habe dann gar nicht mehr traut gedacht, warum ich eigentlich da bin. Aber jetzt sagst du ja trotzdem hier. Wie kam es denn trotzdem dazu? Ja, das war dann, wie das Schicksal oft spielt oder der Zufall. Der jetzige Besitzer, der Herr Hundegger, der ist irgendwann einmal bei mir auf der Neumayrhütte gestanden und hat gesagt, dass er die Ostlerhütte gern kaufen wird und dass er einen Pächter sucht eben und dass er von mir gehört hat und ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich schon lachen müssen, weil ja, die Vorgeschichte war, ich mich traut habe und ich denke, die Hütte kommt doch zu mir. Ich muss gar nicht zu ihr gehen und so hat sich das dann ergeben. Also es sollte quasi so sein, dass du jetzt hier oben bist. Scheint so. Und was ist denn der Reiz, so eine Hütte zu bewirtschaften? Der Reiz, ja. Jonas, schau dich mal um. Siehst du die Aussicht? Ja.
Die ist gar nicht mal so schlecht. Genau. Der Reiz, eine Hütte zu bewirten, das ist, ich bin gerne in der Berg und habe das für mich entdeckt. Und ich habe schon ewig lange in der Gastronomie geschafft, immer wieder verschiedene Sachen gemacht. Und irgendwann war der Wunsch da, dass ich selber was mache. Und darum habe ich dann damals die Neumeyer-Hütte übernommen. Und wenn du da mal von dem Ganzen angesteckt bist, von dem Virus, sagen wir mal, so ist ja ein Virus ein bisschen, dann bleibst du da dabei. Da muss man auch bestimmt richtig viel Herzblut reinlegen. Also das kann man nicht halb machen einfach, oder? Nee, du kannst nicht halb machen. Das ist dein Leben. Also das ganze Leben richtet sich eigentlich nach der Hütte, kann man sagen. Und das muss man bereit sein, einfach das so auch dann zum Leben. Da gehört viel Verzicht dazu, aber du hast auch viele schöne Momente, wo du woanders nicht hast. Du bist dein eigener Herr da herüber, kannst den Tagesablauf. Schon klar musst du nach der Gäste ein bisschen schauen und nach dem Wetter, aber im Großen und Ganzen kannst du es selber bestimmen und du tankst wahnsinnig viel. Also mir geht es so, ich tanke sehr viel Kraft, wenn ich den Blick zu der Berg habe. Und hier ist natürlich nur mal gleich was anderes, weil du auch den Blick ins Tal über hast. Wenn du so um die Hütte rumlaufst, du hast beide Seiten. Mhm. Du bist eigentlich ganz weg und bist trotzdem in der Berg. Jetzt fällt mir noch was ein, wenn ich die Aussicht sehe, nimmst du das überhaupt noch wahr? Also kannst du das noch schätzen? Also du arbeitest ja tagtäglich hier. Ja. Kann man das noch schätzen? Ja. Das kann man schätzen und das sollte man auch schätzen. Und klar waren die letzten zwei Jahre mit dem Umbau ein bisschen anstrengend, aber jetzt kommt so die Zeit, wo wir eigentlich auch richtig ankommen hier herüber. Und ich habe natürlich das schönste Zimmer in der ganzen Hütte mit der Top-Aussicht zum Gipfelkreuz. Und wenn du in der Früh aufwachst und du brauchst mal den Kopfheber, weil ich habe mir ein ganz hohes Bett reinbauen lassen und kann schon zur Zugspitze schauen. Und dann treibst du die eigentlich schon raus und dann freue ich mich eigentlich auf eine Tasse Kaffee und habe dann so ein, zwei Lieblingsplätze, wo auch noch niemand ist. Da stehe ich auch gerne eine halbe Stunde früher auf und genieße dann erstmal den Kaffee mit dem Blick in die wunderschöne Natur dann aus. Das glaube ich. Jetzt will ich dir aber nicht länger aufhalten. Super, du siehst ja, es wird immer voller. Eben. Und du hast ja vorhin erzählt, dass du auch Hilfe bekommst von deinen Kindern. Und Laura, habe ich mitgekriegt, die ist schon in den Zimmern und macht ja, da was. Genau. Und ich will ja natürlich auch was machen, nicht hier tatenlos rumsitzen, sondern auch was machen. Ah, das wäre schön. Ja, deswegen, wo geht's hin zu Laura? Du, mir brauchst bloß aus bei der Haustier, aber wenn du eh gerade hintergehst, dann könntest du den Staubsauger mitnehmen. Okay. Weißt du, dann brauchst du wieder rüberlaufen. Sehr gut, oder? Mach ich. Gut. Weiß zwar nicht, ob ich den jetzt schon richtig halte, aber... Hallo, ist hier irgendwo eine Laura? Ich habe nämlich was abzugeben. Hallo. Ja, hallo. Hi. Ja, Jonas. Ihr habt dir was mitgebracht? Mein Staubsauger, das ist super. Richtig. Den brauche ich gleich. Eben, es hieß nämlich, ich soll dir helfen. Was machst du gerade? Ich mache gerade die Zimmer, putz die, aber wenn du mir helfen willst. Ja, sehr gern sogar. Willkommen. Und wo habe ich die jetzt gerade unterbrochen? Was? Ich habe jetzt gerade die Betten abgezogen von letzter Nacht und die Spannbettlaken, die neuen, schon drauf getan. Also hast du Glück gehabt, das habe ich dir schon abgenommen. Yes. Aber jetzt müssen wir die wieder alle frisch beziehen und natürlich das Bad putzen noch, Dusche, Klo und dann staubsaugen wir noch. Dann okay, ich glaube dann würde ich sagen, starten wir. Ja, mir ist das egal, das, was du sagst. Das du bist Chefin jetzt. Entweder mit dem Klo oder mit dem Bad starten, mit dem Bett. Was hättest du lieber? Machen wir mal Bett erst. Machen wir das Angenehme zuerst. Genau. Und steigern wir uns dann. Genau. Dann darfst du Staubsauger da gerade mal abstellen. Ich sehe gerade Schuhe, ich muss sie ausziehen. Ja, genau, das wäre super. Gut. Sonst haben wir noch mehr Dreck da heute. Gut. So, jetzt, Jonas. Du musst einmal umdrehen, dass es falsch rum ist, dann geht es leichter. Kenne ich irgendwie von daheim. Kennst du es von daheim? Muss ich sogar sagen. Ja, das ist immer nur... Bloß ist es wahrscheinlich bei mir so, dass es relativ langsam geht. Ah, das mit der Zeit geht das. Wie viele Zimmer müsst ihr denn machen, tagtäglich? Also, wir haben jetzt da 5 Zimmer und haben dann hier nur unsere 3 Lager, beziehungsweise 2 Lager und nochmal ein 2er-Zimmer. Also es sind um die 8 Zimmer mit insgesamt 42 Betten, die wir je nach Belegung halt jeden Tag machen müssen. Genau, ja. Und wo kommt dann die Wäsche hin? Also da liegt jetzt die gebrauchte Wäsche. Wird das hier oben gewaschen, oder kommt es auch runter?
Wir waschen alles selber, weil das wird sich nicht lohnen, das alles wieder runter zum Karren und dann wieder rauf. Wir haben im Keller eine Waschmaschine und auch einen Trockner und der Rest wird halt irgendwie an der frischen Luft trocknet. Und dann auch mit so einer großen Bügelmaschine bügelt, dass auch alles schön ist. Genau. Wie kriege ich das zu? Schau, das ist der Trick. Du musst nur das da rein und dann muss das gar nicht zugemacht werden. Keine Knöpfe, kein gar nichts. Aha. Jetzt. Okay. Dann kannst du schön hin tun. Gut, genau. Dann bringen wir es rein, oder? Bringen wir es rein. Gut. So, dann schauen wir mal. Du musst es am besten einmal mal so machen, dass es schön ist. Genau. Dann zur Hälfte. Oh, mein Trick ist jetzt wieder kaputt gegangen. Ist nicht so schlimm. Genau. Schön ausschütteln und dann bloß zur Hälfte nehmen. Optimal. Und dann kannst du es so da hinten hin machen. Schön ist das jetzt nicht. Tu es mal hin. Aber du hast schon ein anderes Kissen. Ja, genau. Das liegt am Kissen. Öhrchen hoch, passt. Ja, gut. Wunderbar. Schöner wird's nicht. Mal schauen, wer schneller von uns zwei ist. Ja, okay. Fertig. Nein. Schreit in die Ecken. Ist wunderschön. Wunderschön. Boah, das sieht sogar echt gut aus. Ja, sag ich Jonas, doch. Du bist angestellt. So, Laura, jetzt sind wir ja mitten im Zimmer machen. Du musst die Frage nicht beantworten, nur wenn sie willst. Hast du denn schon mal irgendwas Skurriles, Witziges entdeckt beim Zimmer aufräumen? Ja, mei. Was macht man so in einem Bett? Naja, gab es schon so ein, zwei witzige Dinge, die man gefunden hat. Ein paar Unterhosen, die liegen geblieben sind und auch ja, andere Dinge. Wie reagiert man bei den Gästen, wenn man die dann so sieht, morgens beim Frühstück, denkt so, du warst es? Also Matratzenlager, wenn ich sie finde, ist ja immer ein bisschen schwieriger, weil da sind mehrere Menschen, das heißt, da weiß ich gar nicht, wer es war. Und jetzt die neuen Zimmer gibt es ja noch nicht so lange, deswegen habe ich da noch niemanden erwischt quasi und habe mir noch nichts dabei denken können. Kommt wahrscheinlich noch. Genau. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Deine Mama ist ja die Hüttenwirtin. Wie ist das für dich? Also es ist ja schon was Besonderes. Wahrscheinlich nicht wie die Freundinnen von dir haben jetzt eine Mama, die eine Hütte bewirtet. Wie ist das für dich? Ja, das ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Man wird auch viel drauf angesprochen, natürlich. Und es war aber auch schön. Also, ich bin es gewohnt, seit ich 13 bin. Da hat Mama die erste Hütte gehabt und bin dann quasi mehr oder weniger damit aufgewachsen. Aber es ist halt schon immer eine besondere Situation. Das stimmt. Und wie oft bist du dann hier oben zum Mithelfen? Jetzt bin ich weniger oben, weil ich mittlerweile studiere. Aber als ich nur in der Schule war, habe ich eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende auf jeden Fall geholfen und in der Ferien immer. Und nach meinem Abitur habe ich dann zwei Sommer lang fest heroben gearbeitet und bin jetzt halt in der Semesterferien ab und zu da. Für was bist du dann hauptsächlich? Hast du irgendwie so einen Special-Job, wo nur du machen kannst? Also wenn ich da bin, dann bin ich meistens im Service, weil das geht. In Küche darf man mich lieber nicht stellen. oder sonst nebenzu mache ich auch die Homepage immer und den Facebook- und den Instagram-Account von uns. Also das mache ich auch, wenn ich nicht da bin. Von der Ferne quasi mache ich das immer. So, es ist ja immer so eine Sache, wenn die Eltern einen Betrieb haben. Machst du das gerne oder ist das so ein Muss so für dich, ein bisschen zwingend? Oder wie kannst du das beschreiben? Nee, also ich mache das grundsätzlich schon voll gern, aber man merkt auch dadurch, dass man die Kinder natürlich ist von der Wirtin und so, dann fällt es einem immer schwieriger zu sagen, hey, ich kann jetzt nicht oder ich habe heute mal keine Lust. Und da hat man dann schon immer eher so den Drang, hey, ich muss der Mama helfen, aber grundsätzlich mache ich das total gern. Sonst, also ich studiere mittlerweile auch Tourismus in Innsbruck und ich glaube, ohne das mit der Mama wäre ich gar nicht in die Richtung gegangen. Und deswegen mache ich das sehr gern, ja. Hast du ja gleich mal die Praxis mit einem neuen Job. Ja, genau. Ja, voll gut. Und deswegen gehen wir jetzt auch in die Praxis. Ich darf jetzt endlich staubsaugen. Ja, mach das. Gut. Sieht super aus. Okay. Oh. Kamerafrau Fuß. Sorry. So. Boah, jetzt riecht sie irgendwie nach Essen.
Ich glaube, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich so ein bisschen verfressen bin. Man muss es einfach so sagen. Deswegen würde ich jetzt mal in die Küche schauen. Ja. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt gar nicht so schlecht angestellt hier. War nicht so schlimm, ich mache das jetzt alleine fertig, bin ein bisschen schneller. Dann schauen wir in die Küche. Vielleicht bekomme ich da schon was zu essen. Aber eigentlich bin ich ja zum Helfen da, deswegen gehen wir zum Helfen. Also. Genau. Danke, Laura. Ja, bis danke später. Dir, Jonas. Bis später. Ciao. Ciao. Vergiss deine Schuhe nicht. Oh, danke. Jetzt bin ich meiner Nase gefolgt und habe die Küche wohl gefunden. Hallo. Grüß dich. Du bist also die Conny. Ja. Perfekt. Und du bist ja fleißig am Herrichten. Ja, ich muss jetzt eine Brotzeit machen für eine Person. Ja. Und was steht denn noch an heute? Was musst du noch alles machen hier in der Küche? Also jetzt machen wir dann fürs Abendessen schon nicht mehr her. Dieser für unsere Übernachtungsgäste wird das gemacht. Suppe, Salate, was ja halt zu bekommen. Dann bereiten wir es schon zum Teil wieder für morgen vor. Gemüse schneiden schon, für die Suppe wieder und ja. Und wer ist denn alles in der Küche vom Personal? Also, hauptsächlich sind meine andere Schwester und ich und Christoph ist in der Küche. Wir wechseln uns eigentlich ab. Und ja, eigentlich. Und sonst muss jeder einmal. Kann auch jeder alles. So, ja, nicht jeder. Jeder macht auch nicht gern das. Manche sind lieber im Service, manche sind lieber bloß an der Theke. Ich bin zum Beispiel auch bloß lieber in der Küche. Und ja. Aber im Prinzip müssen wir schon so, dass wir überall einsetzbar sind. Also es ist quasi wichtig, dass jeder flexibel ist und überall einspringen kann, falls es mal das irgendwie ein bisschen Engpass gibt. Ja, genau. Also es sieht jetzt fertig aus, das Brotzeitbrettel. Deswegen, wahrscheinlich sind die Leute schon hungrig. Ja, deswegen lasse die mal raus. Bringen wir raus, danke. Will die nicht aufhalten, ich schaue mir ein bisschen um. Genau. In der kleinen Backecke der Küche, da finde ich Andrea wieder. Und ich nutze die Gelegenheit, um sie noch mal ein bisschen über ihre Tätigkeit als Wirtin zu befragen. Und ja, sie ist eben eine Wirtin. Und das bedeutet auf einem 1838 Meter hohen Berg Frauenpower. Denn Andrea wird von den Gästen schon mal bewundernd angeschaut, wenn sie erfahren, dass sie das hier oben ganz selbstständig eben ohne Mann meistert. Gibt es denn auch irgendwelche Schattenseiten in dem Ganzen? Also es ist ja mega, also diese Aussicht und. Man hat seine Ruhe zum Teil, aber was sind denn die Schattenseiten von dem Beruf? Es ist das Größte, wo, das kann sich keiner so vorstellen, wenn du unter wohnst, du hast deine Wohnung, schaffst unter der Woche, abends triffst du dich mal mit Freunden und am Wochenende hast du einfach deine Freizeit. Und das ist das fällt da herüber weg. Du hast einfach das Sozialleben, das kommt wahnsinnig kurz. Es kommen zwar viele Freunde rauf, wo die besuchen, aber die kommen natürlich auch beim schönen Wetter oft und dann hast du keine Zeit zum Nachsitzen. Und das ist manchmal schon, ja, mit einem kleinen weinenden Auge ist das einfach, wo man sagt, ja, schade, du kannst, wenn zum Beispiel jetzt ein Geburtstag ist, dann bist du eingeladen. Ja, die sind meistens am Wochenende. Am Wochenende hast du Vollgas da. Dann musst du dir überlegen, schaffe ich es? Brauche ich jemand, dass du runtergehen kannst ins Tal und den Geburtstag feiern? Also der Aufwand, einfach sowas zu machen, ist viel größer wie unter. Und das sind so Sachen, die kommen einfach zu kurz. Aber dafür gibt es ganz viele andere schöne Sachen. Genau. Und wie sieht denn das mit dem Wetter aus? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr schon auch wetterabhängig seid, je nachdem, wie das Wetter halt gerade draußen ist. Wie ist denn das? Ja, also es ist so, du musst den Wetterbericht immer beobachten, weil du dementsprechend ja auch dann schnell reagieren musst. Wenn jetzt zum Beispiel Montag bis Mittwoch geregnet hat oder Donnerstag und dann wird es doch auf einmal am Wochenende schön, dann hast du zwar deine Leute erteilt, aber beim wirklich super tollen Wetter und Ferien, dann brauchst du noch kurzfristig jemanden. Also da musst du immer ziemlich flexibel sein. Und auch mit dem Ganzen, mit dem Essensvorbereitung und das alles. Und dann meldet sich nochmal jemand spontan an. Du bist von 20 Übernachtungsgästen ausgegangen und das Mal wird super schön. Und dann rufen noch ein paar an und dann hast du doch die Bude voll. Und dementsprechend musst du halt dann immer handeln. Also da musst du ziemlich flexibel sein. Und was ist, wenn das Wetter schlecht ist? Bleiben dann auch zum Teil die Gäste aus?
die Leute, die planen ja auch schon ein bisschen vor. Und die haben dann schon vor einem halben Jahr bei dir gebucht. Und dann ist das Wochenende da und dann rufen sie halt, ah, ja, wir können nicht kommen, wir hätten gerne einen Ersatztermin, oder manche sagen auch gar nicht ab. Und darum machen wir auch die Anzahlung von 10 Euro einfach, dass wir wenigstens einen Teil von den Unkosten herin haben, weil das ist minimal. Weil, wie gesagt, das Personal hast du geordnet für das Wochenende, du hast die Ware auch da. Genau, das wäre mein nächstes gewesen. Was hat denn das dann für Auswirkungen, wenn jetzt zum Beispiel die Ware ist ja auch immer frisch? Mhm. Was macht man dann in so einem Fall, wenn dann gar niemand oben ist? Also das ist schon ganz schwierig. Wir haben schon klar eure Gefriertruhe und ein Kühlhaus auch. Und du kannst es dann schon noch über euch zwei Tage mit dem Kühlhaus retten. Aber im Großen und Ganzen geht halt manchmal auch was, wo du sagst, das muss ich jetzt leider weg tun. Leider Gottes dann. Und wie die Ware dann überhaupt auf den Berg kommt, das schauen wir uns jetzt mal an. Eine große Hilfe ist da die Materialseilbahn, die auf rund 1680 Meter Höhe startet. Bis hierhin kann die Ware mit dem Auto transportiert werden. Dann wird auf die Bahn umgeladen und, wenn alles voll ist, den Berg hinaufgeschickt. Teilweise werden die Lebensmittel dann auch, weil man ja eh wieder hinauffahren muss, mit dem Quad den Berg hinaufgebracht. Oben am Berg kümmere ich mich dann mit Joe darum, er ist quasi Mädchen für alles, die Materialien zu verräumen. Die Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, haben Priorität und werden zuerst verräumt. Was ist denn das hier? Wusstest du es nicht? Das ist der Metzgerei. Und Weißwurst. Ich wollte ja nicht gerade fragen, weil so eine Bahn ist zwar praktisch, aber wahrscheinlich auch ziemlich intensiv zum Pflegen. Was muss man denn da alles machen, dass die Reibungslos läuft? Ganz wichtig ist, dass man beim stärkeren Sturm mitfährt. Weil da kommt das ja ins Schwingen oder ins und dann kann das Seil aus deiner Rolle springen. Ist das schon mal passiert? Das ist schon passiert, leider, aber nichts Ernstliches, halt mit Material. Mhm. Wie ist denn das im Winter? Ist es dann schwieriger, dass die Bahn läuft, weil wegen Eis und Schnee, was muss man denn da machen, dass die trotzdem läuft? Ja, im Winter, wie jetzt das Jahr war, ist man da gar nicht gefahren, Wie ist dann das Zeug trotzdem hoch? Ja, die haben jetzt eine Möglichkeit rauffahren mit dem Quad. Wir haben so einen Raupenquad. Da kann man halt viel transportieren können. Und der Weg wird ja gut gepflegt. Weil ja die Rodler auch fahren müssen. Das stimmt. Und da war die Bahn fast nicht in Betrieb. Jetzt im Sommer läuft die Bahn aber wieder. Und nachdem wir alles ausgeräumt haben, schicken wir sie mit leeren Getränkekisten und Müll hinunter. So, jetzt haben wir ja den Müll schon mal in die Seilbahn reintan und ein bisschen auch noch aufs Quad. Wo kommt es denn jetzt hin? Das wird jetzt erst runtergefahren in den Stadel. Und im Stadel unter steht dann der Traktor vom Joe und der nimmt es dann mit runter ins Tal und bringt es in den Wertstoffhof. Und wie wichtig ist denn das, dass der Müll nicht oben bleibt? Wie geht es damit um? Ja, weil da hätten wir Müllberge ohne Ende. Es sammelt sich einfach was an, wenn du das Tagesgeschäft hast und die Übernachtungsgäste und alles ist verpackt. Und man versucht es schon zu vermeiden, aber du musst es darauf transportieren und dann ist einfach, in einem Karton ist dann einfach besser. Man nimmt dann schon wieder Kiste, oder, aber es ist halt alles einfach verpackt und du kannst dir alles auch verkaufen. Ist auch generell wichtig, auch bei den ganz normalen Wanderern, dass die jetzt auch ihren Müll, den sie mit hochnehmen, auch wieder mit runternehmen. Ja, das ist unser großes Anliegen. Auf alle Hütten. Wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit hier zum Fahren, aber die Hütten, die noch weiter oben liegen, wo alles mit dem Hubschrauber und so machen müssen, bei denen ist es noch ein Ticken schwieriger. Und von dem her ist es eigentlich schon ganz wichtig, dass das, was man im Rucksack mit drauf tragt, auch wieder mit unternimmt. Okay, dann will ich die auch nicht länger aufhalten und dann los geht's. Bis später. Thank you.
Halt, stopp! Jetzt dürft ihr ein bisschen genießen. Jetzt geht's hier mal. Okay, dann. Genau, ich mach's zu Ende. Wo muss ihr nochmal drin? Hier, gell? So halten, ja. Ah, okay, und dann danke. Nach vorne. Einfach nur nach vorne. Ziehen. Gut, danke. Bis gleich. Ja, gut. Nachdem das ja eigentlich das ist, was man von den Hütten kennt, das Bedienen und Ausschenken und solche Sachen, habe ich mir gedacht, ich bediene jetzt zum Abschluss von der Sendung Unser Allgäu Andrea und ihr Team und sage, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, dass ich jetzt das Tablett heil rausbringe. Kann nur gut werden. Ah, ja. Okay. Okay. Ich unterstütze dich hier. Stimmt jetzt einfach. Nee, überhaupt nicht. So, wer hat hier das? Das glaubst du dir. Hier, das ist bei mir. Ah, sehr gut. Ein Fuss, oder? Ja. Ein Fuss. So. Bravo. Danke. So, also. Zum Wohle. Zum Wohle.